Liebe Halstenbekerinnen und liebe Halstenbeker, es freut mich sehr, heute Ihnen ein neues Projekt der Gemeinde Halstenbek vorstellen zu dürfen. Etwas ganz Neues, etwas Modernes für Jung und Alt, für alle Menschen in dieser Gemeinde. Wir haben ein Social-Media-Projekt. Es nennt sich Halstenbek TV und das werden wir in Zukunft ein Jahr lang hier in der Gemeinde bespielen. Wir werden Filme drehen über Ereignisse, Veranstaltungen. Wir werden Sie informieren, was in der Gemeinde alles so abgeht. Darüber läuft Halstenbek TV. Ein tolles Projekt, wird gefördert vom Land. Herzlichen Dank, liebes Land Schleswig-Holstein, dass wir die Chance bekommen haben, auf Sendung zu gehen. Und in ein paar Tagen geht es los und Sie können Filme aus dem Internet ziehen, um einen Eindruck zu kriegen über Halstenbek. Und das große Ziel dabei ist, dass wir uns alle besser kennenlernen in der Gemeinde. Denn was macht das Leben in der Gemeinde Halstenbek aus? Ja, das Miteinander. Es gibt so viele tolle Menschen, die sich für die Gemeinde einsetzen. Alles ehrenamtlich. Natürlich auch die Hauptamtlichen und auch ich und die Politik im Rathaus. Aber vor allem sind es ja die Ehrenamtlichen. Sie als Mitbürgerinnen und Mitbürger, die dafür sorgen, dass wir hier in der Gemeinde gut zusammenleben. Dass es Spaß macht, sich jeden Tag wieder zu begegnen. Aber dazu gehört eben auch, dass wir voneinander wissen. Wir müssen wissen, was in der Gemeinde abgeht. Wir müssen wissen, wer eigentlich überhaupt alles in der Gemeinde lebt. Wussten Sie, dass wir 115 Nationen mittlerweile in Halstenbek haben? Menschen aus 115 verschiedenen Nationen leben in Halstenbek. Ich wusste es nicht und bin froh, das jetzt zu wissen, um einfach nochmal diese Vielfältigkeit unserer Gemeinde zu zeigen. Und genau das ist Ziel von Halstenbek TV. Lasst uns zusammen mehr übereinander wissen. Denn das Wissen erzeugt Begegnungen und Begegnungen stärken unser Zusammenleben, stärken auch die Demokratie. Für mich eines der wesentlichen Dinge meiner Amtszeit, meiner ersten Amtszeit, dass wir genau das tun, Demokratie stärken und ein Wir-Gefühl entwickeln. Dass wir Halstenbekerinnen und Halstenbeker sagen, wir gehören zusammen und wir wollen unsere Gemeinde gemeinsam gestalten. Das ist mir als Bürgermeister unheimlich wichtig. Aber wir müssen es auch transportieren. Und da kommt das neue, moderne Social Media natürlich voll zum Einsatz. Wir können Kanäle wie Instagram, Facebook, YouTube, die Website nutzen, um uns ganz schnell übereinander zu informieren. Was geht ab? Was macht die Gemeinde? Wer macht was? Kann ich da mitmachen? All diese Fragen werden beantwortet werden. Wir haben ein Jahr Zeit, uns richtig darauf einzustellen, mit der Filmkamera immer unterwegs zu sein in Halstenbek. Und Sie als Mitbürgerinnen und Mitbürger sind herzlich eingeladen, auch aktiv zu werden. Nicht nur passiv, das ist okay. Man kann sich einfach nur die Filme angucken und sagen, hey, toll, wusste ich gar nicht. Es gibt dort was, es gibt da was. Ist ja interessant. Nein, aber Sie können auch selber mitmachen. Sie können selber diese Medien gestalten. Sie können selber Filme drehen. Wir werden Workshops anbieten, wo Sie tatsächlich das Handwerk lernen, mit einer Kamera umzugehen oder frei vor der Kamera zu sprechen, so wie ich das gerade versuche. All die Dinge können Sie lernen. Da kommen wir auf Sie zu. Wir werden Sie immer informieren auf der Website über die neuesten Neuigkeiten von Halstenbek TV. Machen Sie mit. Ich freue mich drauf. Ich bin heiß drauf. Vielen Dank. Ich möchte mich bei Herrn Ortecha und dem Neumünster Medienverein für die Zusammenarbeit und die Unterstützung bedanken. Die Medien berichten meistens nur über Veranstaltungen und Ereignisse, die in den großen Städten stattfinden. Mit Halstenbek TV über den sozialen Medien möchten wir aber über die Veranstaltungen und Ereignisse, die in der Gemeinde Halstenbek stattfinden, auch berichten. Genauso möchten wir unsere Vereine, Schulen, Einrichtungen, Initiativen und die Gemeinden vor Ort durch die Halstenbek TV vorstellen. Halstenbek TV über soziale Medien bietet eine Bühne für alle Halstenbekerinnen und Halstenbeker. Halstenbek TV wird aber auch mehrsprachig, damit die neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger die Möglichkeit haben, sich auch über die Ereignisse und Veranstaltungen in Halstenbek zu informieren.